Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Erling, ich bin der Shorty von der Test Area. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar müssen wir jetzt den Ladewagen nehmen für unsere Erntemission, Erntemission, Grasmission. Verkauf alles Container, alles klar. Also. Wir beladen am Feld 62, wir entladen am Verkauf alles Container. Wir nehmen den Kurs von 14 Meter Schwader und legen los. Aha. Ja, mittlerweile ist der Schwader schon im Vorgewände angekommen. Der schleicht halt nicht mit 15 km/h rum. Sondern der macht mit 25 km/h auf 14 Meter, da macht er schon Bambule Randale, ne? Jedenfalls ist das meine Meinung. Klar geht's auch schneller, aber ich glaube, es irgendwo sind Grenzen gesetzt. Wenn ich zum Beispiel an die Quaderballenpresse denke, schneller als 17 km/h, dann hört die plötzlich auf. Vernünftig einzusammeln, dann bleiben noch Reste von der Schwad liegen beim Pressen und das ist auch nicht in meinem Interesse. Ja, Fahrgewende. Ja, da liegt ein Häufchen Gras, warum auch immer das nicht gewendet wurde. Ich bin mir da nicht sicher. Ist auch nicht so schlimm. Es kann sein, dass bei dem Trecker, was ich da vergessen habe, Gerät anheben, späten, nee, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Komisch, 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 komisch. Naja, egal. Ladewagen ist jetzt da. Den haben wir natürlich auch gepickt. Keine Frage. Jetzt, da wir einen stärkeren Traktor davor haben, nicht unseren kleinsten, kommt der dann auch auf Tempo. Ja, wir hören die Glocken läuten. Wenn du jetzt bitte dich so weit beeilst, dass du nicht dem Schwader im Weg bist, der da angeschossen kommt. Das ist aber sehr gnädig. So, das Sammeln beginnt. Da werden wir eine Menge, naja, wir werden da wohl einiges an Überschuss bekommen. Mit dem wir wieder Geld verdienen. Guckt euch die dicke Schwad hier an. Ja, aber so ist das, ne? So ist das. So, hier sind wir noch. Stunde 10. Der ist jetzt auf dem Weg. Dabei ist der mit den Möhren ist schon wieder bei 38%. Das ist schon ganz gut mit den beiden Abfahrern. Der Kleine hilft schon dabei, dass die Standzeiten vom Roder sich verkürzen. Ne? Naja, hier wird jetzt erstmal weiter erfolgreich geschwadet. Das gefällt dem Shorty ja immer sehr. Das ist jetzt hier der Super-GAU. Da muss ich eingreifen. Ja, weiter geht's. Ja, schade. Aber so ist das. So passiert das. Aber wenn man jetzt hier mal guckt, ne, der möchte abgeladen werden. Der Abfahrer ist aber jetzt erst am Auskippen. Das heißt, der würde jetzt wieder stehen. Ewigkeiten. Bis der LKW zurück ist. Aber wir haben ja unseren Kleinen da. Der überbrückt das jetzt wieder ein bisschen. Somit ist die Standzeit nicht so groß. Und bis er dann wieder voll ist, der Ruder, ist auf jeden Fall der LKW wieder zurück am Feld. So ist das gut. Ja, du bist ready. Du hast auch noch nicht von mir. Hof. Hof bekommen. Kommst du jetzt?
So. Prima. Dann brauchen wir nur noch sammeln. Nach dem Sammeln sind wir fertig. Wenn man mit eigenen Gasfeldern arbeitet, ist es ja immer anzuraten, zwei Ladewagen auf dem Hof zu haben. Einen zum Sammeln von Stroh auf den Feldern, der andere kümmert sich um das Gras auf der Wiesen, so spart man Zeit, ne, wenn man reich ist. Ich habe jetzt genug Geld, wir könnten uns noch so einen teuren Ladewagen kaufen. Aber ich denke nicht, dass das jetzt anzuraten ist. Aber wir könnten hier einen Traktor kaufen, aber der ist von Bruce, das Bettmobil. Das nehmen wir nicht, ne? Das nehmen wir nicht. Das ist ein großer Wender, den brauchen wir nicht. Den Wickler brauchen wir nicht. Schneidwerk brauchen wir nicht. Schade. Ich vergesse immer, ne? Den Gebrauchtmaschinenverkauf. Immer vergesse ich den. Ja, ich würde es eh nicht kaufen, weil es ein John Deere ist. Immer vergesse ich den Gebrauchtwagenkauf. Also wer weiß, was mir schon an Gebrauchtmaschinen alles durch die Lappen gegangen ist, ne? Dass ich dann hätte für kleines Geld schießen können. Naja. 29%, das heißt 1, 2, 3 sind wir bei 90, 3 Ladungen. Und ab der vierten Ladung, dann machen wir die restlichen Prozente rein. Und ab da gibt's Kohle. Katas. Benunsen. Monetas. So, und er wartet wieder auf den Abfahrer, aber der LKW ist ja da. Der LKW ist ja da. Während der Fahrt überladen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine geile Sache bei so einem großen Feld. Möchte ich persönlich aber nur mit dem Mähdrescher machen. So, und wie weit bist du denn? Na, 70-70. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja okay. So. Ja, sauber, repariert, einparken. Aha. Schiebe ich den da rein? Nee. Nein. Nein. Ich glaube. Zack. Mit dem Geld müssen wir uns echt noch was überlegen, ne? Tja, erstmal war es das. Sollte ich vielleicht noch eine Heumission machen? Da habe ich aber trotzdem immer noch nur einen Ladewagen, ne? Und der wird jetzt hier schon eine Menge Zeit noch brauchen. Zuckerrüben, Sojabohnen ernten. Gut, Beete, nein. Ballpressen, nein. Grubbern. Nee, machen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. So, 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 so. Ich will überwintern heute. Ganz ehrlich. Aber das geht erst, wenn der Möhrenauftrag durch ist. Stehst du? Wir brauchen auch ein Getreidefeld. Schauen wir doch.
Und zwar möchte ich ja dann ein Getreidegerste anpflanzen. Wir sind hier. So. Das sind die Zuckerrüben. Das wird Raps. Das ein bisschen klein ist für Gerste. Ich vermute, das ist zu viel für Gerste hier. Das ist aber zu klein. Gucken wir uns das mal an. Das ist viel zu klein. Da werde ich nicht mehr glücklich. Heben wir mal ab. So. Von da. Hier. Nee, das ist zu klein. Nö, 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 nö. Brauchen wir gar nicht weiter überlegen. Das haben wir, das wäre schon, also eigentlich, ne, 54, 55, 56, 57, 58, das zusammenlegen, das wäre der Hammer. Aber gut. 65, 64, 63. Aber das muss man sich auch erstmal leisten können, ja, ne? 65 und 93.000, 164.000 Max Wächter und 109.000, also 110, 275, 275 und 360, 65, 68, sagen wir 370.000. Hier bei dem Zimmerli haben wir noch nichts gemacht. Und bei dem Wächter haben wir auch noch nichts gemacht an Missionen. Da kriegen wir keine Prozente. Sonst hätten wir wahrscheinlich genug Kohle, das jetzt zu kaufen und zusammenzulegen. Für Weizen, ne? Was ist hier? 47.000, 109.000, da sind wir bei 150 Maria Zumbrunnen. Waren wir auch noch nicht, ne? Ah. Also jetzt entsprechend ausreichend große Flächen kaufen, haben wir nicht das Geld für. Haben wir nicht das Geld für. Jetzt könnte man da schon mal, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch wegen der Umweltbewertung, wäre das jetzt auch blöd. Hier von wegen Felder zusammenlegen. Ist der LKW da? Nein. Also, wir warten mit dem Geld ausgeben bis nach dem Überwintern. Aber das dauert halt noch. Hier. Tipp, da ist er angetitscht. Dann sind wir jetzt hier bei ich schätze mal bei 58%, wenn der leer ist. Müssten wir hinkommen. %59. Naja. Aber ist halt noch zu fahren. So, wenn wir so einen jetzt kaufen würden, um zu unterstützen, dass wir schneller fertig sind, haben wir nichts mehr. Wir sind ja hier noch, ja, beschäftigt. Eine Stunde. So, jetzt ist der Abfahrer da. Da zeigt es sich schon, dass es sich so lohnt, mit dem Kleinen hier zu unterstützen.
auf jeden Altar. Dann kommt jetzt hier die nächste Ladung, Koi. Die Ladung davor hat die Mission abgeschlossen und das erste Geld gebracht. Knapp 4000 Rücken, glaube ich, waren es. Kann mich auch irren. Ich habe nebenbei wieder anderes gemacht. Auf jeden Fall, jetzt hier können wir gucken. Die volle Anhängerladung für unser Konto. Bam. 8000 und eine kleine Umweltbewertungsbonus noch dazu. Das sagt mir jetzt nicht, das hat sich nicht gelohnt. Und es liegen mindestens noch anderthalb Ladungen auf dem Feld. Das heißt, wir sind jetzt bei 12.000 Euro Bonusgewinn. Jetzt schon. Nur mal so zum Gucken jetzt, ne? Da hinten rum müssen wir noch. Bis hier ungefähr. Wir sind... Ah. Ich glaube... Wenn der jetzt hier voll ist, also ob das noch eine ist oder vielleicht sogar eine Ladung mehr noch. Also ich tippe auf fast eine ganze Ladung, nicht ganz. Warten wir mal ab. Noch eine Ladung. Also das sind dann wieder so um die 8000. Ne? 12 haben wir schon, nochmal 8000, sind wir schon mal bei 20.000 und versprochen wurden uns 22.719, ja? Aber 20.000 haben wir schon, Erntebonus, und wir kriegen noch 20.000 für den Abschluss obendrauf. Das heißt, hier statt den versprochenen 22.000 sind wir bei insgesamt 40.000 Euro. Ja, da waren sie, 8.005. Und wir holen jetzt noch eine Ladung. Ob das jetzt eine ganze wird, weiß ich natürlich nicht. 40, noch eine ganze Ladung, sind wir bei 48.000 Euro plus die 20.000 dann, wenn wir die Mission als erledigt abgeben. Tja, 68.000 Euro für eine kleine Heumission. Haben und nicht haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie viel wir noch vom Feld runtergesammelt bekommen. Ich schicke hier gerade den 724 Vario los. Ich habe mich entschlossen, den für die Möhren jetzt noch mitfahren zu lassen. Und den Kleinen dafür rauszunehmen. Weil ich glaube, dass es dann am Ende doch noch schneller geht. Auch vom Gefühl her. Hier fängt es an mit dem Sammeln der letzten Metasses. Ich muss bei dem Kleinen aufpassen. Den schicke ich nach Hause. Jetzt. Der ist auf dem Weg, der sammelt, der ist bei 68%, 69, ja gut, ich hätte den Kleinen jetzt vielleicht noch einmal abfahren lassen sollen. Der ist jetzt gleich auf dem Rückweg zum Feld, der ist auf dem Weg nach Hause, der ist jetzt, ja, der wird noch einen Moment brauchen. Bis er am Ziel ist. Eine Minute. So, der Ladewagen. Ja, guck mal. 79, 80%. Ja, cool. Der ist fertig geworden. Alles eingesammelt. Gut. Wir bringen das natürlich noch weg in den Allesverkauf wieder.
So. Und 82%. Wir werden sehen, ob rechtzeitig einer der Abfahrer da ist. Ja, da. Da kommt unser Großer. Sehr schön. Er ist auch auf dem Weg. Sehr schön. Das funktioniert. Und du bist auf dem Heimweg. Sehr schön. Dann wollen wir nur noch schauen, was das hier an Quanta di Costa die Kohle gibt. The last money, money, money. So, komm. Kommst du? Machst du? Gibst du Apidikowski? Also mindestens 6.000 sollten das auf jeden Fall noch geben. Nachricht doch. Fast 7.000. Also sind wir bei 47.000 Euro Ernteüberschuss. Und jetzt gebe ich die Mission noch ab. Nochmal 20.000. So. 47, dann sind es 67.000, die wir an einer kleinen Heumission, mal eben in Anführungsstrichen, ruckizucki verdient haben. Okay. Ich würde sagen, das war gut. Das war's für heute, ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Discord ist völlig gratis. Der Link zum Discord Community Server, wo wir immer alle auch zu erreichen sind, befindet sich in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.